So, nächstes Spiel steht an und das heißt Slavia Prag. Und da wollen wir heute was mitnehmen. Ja, wie gesagt, unsere Aufgabe ist mal lösen, das heißt Slavia zu schlagen. Da kommt Bremen, okay. Nachzukaufen dann. So, also, wie gesagt, nächstes Spiel heißt Slavia Prag und dann kommt Werder Bremen. Gucken wir mal. Los geht's. Das Spiel ist jetzt zu wichtig. Wenn das nämlich jetzt unwichtig gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, dann wechseln wir ein bisschen durch, rotieren ein bisschen, aber. Slavia müssen wir heute. Wir müssen erstmal unsere Aufgaben machen. Und dann gucke ich auf andere. Die Aufgabe heute ist klar. Ein Sieg fehlt noch. Und dann stehen Sie in der K.O.-Runde. Richtig. Wir sind live dabei. Bleiben Sie dran. Der Regen will heute einfach kein Ende nehmen, liebe Fußballfans. Aber ich begrüße Sie dennoch sehr herzlich zu dieser heutigen Partie. Kommentieren werden dieses Spiel. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Slavia Prag gegen Schalke 04. Ein wichtiges Gruppenspiel in diesem Wettbewerb. Wolf, da wollen natürlich beide heute überzeugen. Beide wollen den Sieg, ist ja klar. Du brauchst natürlich die Punkte. Von daher dürfte es interessant werden. Ja, gut. Slavia will sich halt ein bisschen mit Bravour verabschieden und vielleicht uns noch ein bisschen in die Suppe zu spucken. Weil, wie gesagt, wenn wir verlieren, sind wir raus. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es sei denn, es gibt einen Sieger im Spiel. Aber wie gesagt, erstmal unsere Aufgabe machen und dann gucke ich auf die anderen Ergebnisse und dann schauen wir mal, wer am Ende sich verabschiedet. Vielleicht ist es Paris, vielleicht ist Tottenham, vielleicht ist es hier. Alles ist möglich. Und ja, schauen wir mal. Okay? 2:6 in Düsseldorf und 6:2 in Düsseldorf Sieg. Jetzt kommt die Ecke. Gute Kopfballchance, aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt halt nichts mehr hoch. Ganz klar, das haben wir. Ja, wie gesagt, vielleicht will auch ein Punkt reichen. Aber wie gesagt, ich möchte das Spiel gewinnen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Für die Gäste geht es an diesem letzten Spieltag der Gruppenphase oben weiterkommen. Heute geht es also ein Sieg, dann sind sie weiter. Und das wäre der Punkt. Ja. Und er pfeift Freistoß. Für das Foulspiel sieht er noch keine Karte. Nee, Gott sei Dank nicht. Ich denke, das geht in Ordnung. Wild mit Karten um sich werfen ist ja auch keine Lösung. Der Schiedsrichter setzt hier auf ein offenes Wort. Die Reingabe jetzt ins Zentrum. Problemlos hat er hier den Ball. Danke. Kein viel Vorteil. Vielleicht können sie vielleicht die Führung geben. Und Tor für Slavia! Tor für Slavia! Das weiß jeder, aber so spielen sie eben nicht. Viel zu passiv im Moment. Ja, ich musste dieses passiv setzen. 1-0.
sein Tor im Tottenham Hotspur Stadium. Warte mal kurz, das war ich ganz im Studio. Wir haben hier das erste Tor für PSG. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 12 Minuten. Eigentlich ist es sogar schlecht, weil Paris damit als Dritter weiter ist. Ne, Tottenham, Moment, halt. Egal, ich check's trotzdem. Richtig. 2:0 für die Tschechen. Es reicht nur ein Sieg, alles andere wäre zu wenig. Nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen, ich komme momentan aber auch nicht in das Match rein. Was wird ihn ärgern? 17 Minuten rum. 2:0 steht der Rose. Sie machen einen guten Eindruck. Vielleicht mal jetzt was probieren. Gianfalco de Rosu. 19. Der ist nicht so ganz richtig drin. Also erstmal das 2:1, den Anschlusstreffer zu machen. Den Ball holt er sich. Schatz! Gut! Da! Gab jetzt kurze Eck! Stoppelschlag! Unentschieden! 2:2, 23. Jetzt sieht's wieder ein bisschen rosiger aus. So ist es. Ist angesagt. Wir sehen die Wiederholung dieses Tores. Der Ball geht im kurzen Eck ins Netz. Da wird sich und muss sich der Torhüter ärgern. Jetzt sind sie wieder drin in dieser Partie. Große Freude, Logo, auch am Spielfeldrand. Ja, es ist alles noch möglich, ne? Das ist jetzt noch wieder. Ach, guck mal, ich da. Paulinho. So, jetzt ab damit. Kolasinac. Die Chance, ja, Schalke, hier das erste Mal in Führung zu gehen. Wir haben noch nicht mal eine halbe Stunde gespielt. Spiel ist gedreht. Wirklich, nach einer halben Stunde geht man in Führung. Jetzt stehen die Schalker safe im Achtelfinale. Das sah vor ungefähr nach 17 Minuten nochmal ganz anders aus. Wir haben jetzt Minute 29 und die Schalker führen. Einmal die Chancen nutzen. Mario. Guter Pass jetzt. Abseits. Absolut klare Entscheidung. Schade. 34. Minute. Ja, das Ding ist noch nicht durch. Ne? Sieht ja wie am Anfang so aussah. Da war ein bisschen passiv drin. Die Gäste machen es. Ein bisschen Regen macht den Platz nichts aus. Trotzdem angenehm ist anders vor allem. Auch richtig so. Aber Wolf, das Wetter kann man sich nicht aussuchen. Sehen wir es mal positiv. Vielleicht sorgt der nasse Platz ja. Starker Zweikampf. Ah, schade, den wollte ich nämlich noch durchstecken. Jetzt könnt ihr die Flanke in den Strafraum bringen. Da kommen sie in Ball. Gib ihm. Sehr gutes Tackling.
kommt der Ball, der kommt durch. Marco Richter, 42. Vielleicht jetzt irgendwie nochmal auf das 2:4 gehen. Alario. Ja. 4:2 für die Gäste. Wie sagt man, lag nach 17 Minuten 0:2 hinten. Ich sah nach Überraschung aus Prag und dann drehen die Schalker auf. Sagen, jetzt ist es mal gut. Mir interessantes Ergebnis wird gerade nicht eingeblendet. Das ist nämlich das Ergebnis aus dem Parallelspiel. Jetzt geht dieses Gruppenspiel weiter hier in der UEFA Champions League. Wir freuen uns auf Durchgang 2. Richtig. Ja, keiner läuft mit. Ist kein Stürmer, der sagt mal. Jetzt den Ball reinbringen. Da geht er volles Risiko. Kein Stürmer, der mitgeht. Und Latza sagt dann, okay, dann hau ich den aus dem Hintergrund raus. Nicht ganz. Na, momentan ja. Für defensiv ist es der absolute Grütze. Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für den FC Schalke 04. Nächster Gegner, Werder. Und den muss Zentner festhalten, das macht er auch. Weil das wäre nämlich sonst das 3:4 gewesen. Und dann hätten wir wieder ein ganz anderes Spielchen gehabt. Moment. Gefährlich jetzt. Er ist noch heiß. Immer noch gefährlich. Elfmeter. Elfer. Es war ein Foul. Und hier ist übrigens das Ausgleichstor gewesen in Hoffenheim. Nein. Tottenham gegen PSG. Keine Frage. Das ist ein Elfmeter. Aber der Schiedsrichter zeigt eben keine Karte, Buschi. Auch keine Karte. Es war ein Foul, aber es war keine Karte. Zwei zu fünf. Meine Aufgaben lösen. Tor Nummer 7. Meinetwegen kann es so weitergehen. 5:2 steht es momentan. Also Aufgabe, eigene Aufgabe erstmal lösen. Platzer. Jetzt gerade der mitgeht. Oder so. Oder Finanz. Ah, schade. Alario. Schönes Zuspiel. Oh ja, da hat nicht viel gefehlt. Der Keeper ist ein Tick schneller, das war richtig gefährlich. Und das ist der Ballverlust. Ballverlust für Einwurf.
Erstmal wechseln. So, jetzt kommt Bella Kotschap noch. Ne? Jetzt kommt der Wechsel. Eine ganz, ganz starke Leistung war das heute von ihm. Ah, gut gemacht, Savic. Ludwig. Auch der hat ein Angebot vorliegen aus Eindhoven. Schalke will Minimum 10 Millionen für ihn haben. Aber eigentlich ist er ja als Back, als Nachfolger geplant. Er soll ja als Kolasinac Nachfolger auf die 6 gehen. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Naja, mal gucken, was passiert. Schalke will dann noch nichts vertragen. Also es muss ein bisschen was passieren. Es wird ein bisschen was passieren. Ah, schade. Wieder Sturm für das Slavia. Probot, der auch ganz rechts geht. Super gemacht, Becker. Aber Kolasinac macht es wieder unnötig heiß. Ich glaube, wir brauchen da nicht in die Möglichkeit da. Wieder Kolasinac, der jetzt versucht nachzugehen. Und Bella Kotschap, kein Foul, by the way. Pass gab zu spät. Jetzt wird er hier erlösen, Buschi. Er darf runter. Leider keine so gute Leistung heute. Folgerichtig die Auswechslung. Richtung. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. 2 Minuten Nachspielzeit. Also wie gesagt, Slavia führt immer mit 2-0. Nur so nebenbei. Wartet erstmal ab. Vielleicht kann jetzt was entstehen. Und dann ist es hier das 6-2 sogar noch. Der Rosun. In der Nachspielzeit. Ja, seine ersten Tore bringen Schalke wieder ein bisschen in die Spur. Sein Doppelschlag hintereinander weg. Dann schon 2-2. Schalke dreht da auf und führt jetzt mit 6-2. Die Rosen heute 3 Tore gemacht. Alik quasi Slavia heute alleine. Ja, er kann wirklich hoch. Tor Nummer 4 für ihn in der Champions League. 3, wie gesagt, heute. So, dann wechsle ich jetzt eben kurz raus. Den letzten Wechsel ziehen. Kommt nochmal Musiala. Der wird zwar jetzt nicht mehr viel machen. Nö, kommt da nicht mehr. Ende. Ja, De Rose, und Dankeschön, dass du es gemacht hast. Wie gesagt, deine 3 Tore brachten dich Schalke zurück. Und ich dachte mir nach dem 0-2, ich dachte mir, ach Gott, jetzt ist das Spiel durch. Jetzt spielst du, wenn du Glück hast, ein bisschen gerade so unentschieden in der letzten Minute. Aber wie gesagt, erstmal das Wichtigste. Einer fliegt jetzt raus. Die Frage ist, ob es Tottenham oder ob es PSG sein dürfte. Also PSG wäre schon eine Hausnummer, wenn sie fliegen würden. Kurz mal gehen wir mal weiter. Ja, PSG ist weiter. Tottenham ist raus.
Ja, Tottenham, die lagen eigentlich zum vierten Spieltag, waren sie Tabellenführer. Dann gab es diese Niederlage gegen die Schalker und dann sind sie rausgeflogen am Ende tatsächlich noch. Gut, ja. Geld fürs Geld gibt's für uns. Oh, 24 Millionen für die Weiterkommen in der Dings. Und damit kannst du schon mal in der neuen Damit kann man schon mal wieder neue Spieler verpflichten. Transferbudget. 12, irgendwas Millionen. Ich gucke mal gerade, was den Profit betrifft. Ob ich da mal kurz ein bisschen umwechseln kann. Preisgeld, super. Ah, die Frage ist, ob ich jetzt noch mal was bekomme. Ah, ich bin sogar noch einen Ticken zu früh. Gut, da würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder und dann geht's ins Duell gegen Bremen.